Die kann ich ja bestimmt hier noch so ein bisschen verteilen. So. Dann haben wir die auch weg. Dann wollen wir mal nach Haus. In der Hoffnung, dass nichts kommt. Ich gehe hier ganz selbstbewusst längs. Ich glaube, ich sollte gleich mal irgendwas trinken. Hier hätte ich mal noch eine Fackel hinsetzen sollen. Aber halb so wild. Und wir haben immer noch genug Essen. Das finde ich sehr gut. Oh, ich wusste, dass da was kommt. Komm mal her. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Na. Na, endlich. Kommt aber so aus der Ecke raus. Wir schossen nicht, ob jetzt geht's los. Da ganz hinten scheint wohl auch noch was zu sein. Ging's denn hier nochmal raus? Hier hinten. Wahrscheinlich irgendwo da oben. Da kann ich. Achso, hier ging es nicht raus. Da. Darauf kann ich aber verzichten. Apropos, ich kann mal eben. Einfach nur so sicherheitshalber. So. Ist mir irgendwie lieber, als wenn ich jetzt. Achso. Das war sehr schlau von mir. Gut. Ja, ich kann ja mit der Hand abbauen. Das war sehr schlau von mir. Ich wollte ihn eigentlich, sollte der darüber, aber egal. Ja. Passiert. Ding, 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 ding. So. Ah, ich kriege sogar alles mit. Das ist ja herrlich. Ich nehme mal das Stein mit. Ich hoffe, dass uns jetzt nichts angreift. Aber wir haben wahrscheinlich Glück. Ich muss so ein bisschen meinen Kopf rausgucken lassen. Oh Gott, bloß schnell hoch. Ah, da ist schon der erste Zombie. Tschüss. Oh, zwei sogar. Okay, ich bin weg. Da läuft schon der nächste Zombie. Also ich werde hier auf jeden Fall Leiter noch hinmachen, dass wir hier besser hoch und runter kommen, weil das ist doch schon ein bisschen, ja, Zeit auf. Weisend, reifend, wie auch immer. Und Glas brauchen wir. Sehr viel Glas. Ich denke mal, von Tinkers werde ich das nehmen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann können wir das abschotten und dann kann uns nichts passieren. Das ist schon heftig. Und es ist ja eine unendliche Weite. Also das geht ja keine Ahnung wie weit. Ja, da haben wir echt einen guten Spot erwischt. Also dafür, dass unsere alte Welt leider wirklich nicht mehr rettbar war. Rettbar? Ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. Dann haben wir doch nochmal einen zweiten guten Punkt erwischt. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber. So. Wasserfahrstuhl, gut. So. Ja, da werde ich auch nochmal ups gucken, dass ich wirklich von oben an einbaue. Also, dass wir diesen Wendeweg hier nicht andauernd gehen müssen. Boah. Da kriegt man ja erstens einen Drehraum und zweitens ist das ein bisschen zeitnervend. Immer die ganze Zeit hui, 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 im Kreise. Wir drehen uns im Kreise. Ja, hier haben wir ja schon eine Treppe, deswegen. Die können wir ja weiterhin fort runterführen. So, und den muss ich mal gucken, dass ich das... Ja, das kriegen wir alles hin. Ah, hier habe ich auch nochmal. Den nehme ich auch gleich mit.
Ab nach Hause. Auf unseren Schneeberg. Ja, das will ich hier auch noch ausbauen. Das ist ja. Hui, Blitsch. Mit unserem Swimmingpool. So, wir sind ja jetzt erstmal wieder zu Hause. Das heißt, ich mache auch manches wieder aus. Während des Bounce natürlich. Sonst ist das nervend aufreibend. Ja, würde ich sagen, nichts ist gewachsen hier, außer die Tannen. Gucken wir mal. Ach, meine Hände zittern. Kriege ich voll die Gänsehaut und ich weiß noch nicht mal warum. Oh. Oh Gott. Stimmt. Ich hatte nur eine Truhe für alles. Gut, da würde ich sagen, dann schmeiße ich das mal rein und werde ein paar Bäume fällen und uns mal Truhen basteln. Na gut, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Dann bauen wir uns ein paar Truhen. Da, 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 da. Mein Laptop ist schon wieder ausgegangen, warum auch immer. Ich hoffe, ihr hört da nichts von. Ganz komisch. Ich hab den ja immer hier separat an. Ist ganz praktisch. Huch. Achso, kann ich ja gar nicht einsammeln. Stimmt ja. So kann ich immer mal eben schnell rüber gucken, wenn irgendwas unklar ist. Also ich habe hier echt schon einen guten Arbeitsplatz mir erschaffen. So, dann würde ich nochmal eben schnell was... Ich baue mal eben Truhen. Kann ich das so auch? Ja. Weißt du was? Behalt mal eben. So. So, dann kriege ich noch drei Truhen raus. Achso, nee, warte. Ja, so. Das geht. So. Dann kommt hier jetzt erstmal so der ganze Erzkram rein. So. Dann Redstone, Elektrum, das. Dann gehe ich mal eben die Setzlinge holen und baue die restlichen Stämme ab. Da, da, da. Jupp. Jupp. Ew. Sag ich auch immer. Einmal. Zweimal. Dreimal. Sehr schön. Ach, wir hatten, glaube ich, keine Tinkers drauf, ne? Ich sag, ich werde das ja mit der Tinkers machen. Nee, haben wir gar nicht. Okay, wir haben keine Tinkers drauf. Ich wollte gerade mich nochmal vergewissern. Gut, dann können wir nur Glas machen. Okay. Gut. Da ist noch ein Erz. Das kommt alles raus. Das kommt auch alles raus. Ich mache mir das so ein bisschen sortieren. Der kann drinnen bleiben. Das ist ein Block. Also Blöcke kommen hier rein. Ups, das nicht. Erze kommen da rein. Da kommt der ganze Mutkram rein. Ja gut, das nicht unbedingt. Aber Knochen, das. Und da kommt halt ganze Essenskram rein. Die Schaufelkram auch. So. Tür kommt da rein, der Schlammball kommt da rein, das einmal Wasser kommt da rein. So, dann ist es zumindest sortiert. Es wird schon wieder dunkel. Oh ja. Wo steht die Sonne denn? Ach, die ist dann dahinter, ne? Oh, wo geht die Sonne hier unter?
Da hinten, genau. Da geht's so unter. Da kommt der Mond. Okay. Okay. Genau. Wir brauchen Kupfer. Feuerstein haben wir. Zinneisen, okay. Jetzt gehe ich mal eben kurz. Ah, nee, kann ich gleich machen. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen Kupfer. Wir brauchen Gold. Und Zinn brauchten wir, genau. Also, dann werde ich jetzt erstmal, ich glaube, 8 Kupfer haben wir hier zum Beispiel, 8 Stück. Da würde ich nochmal 8 machen, weil wir brauchen sicher nicht noch mehr. Azurnbarren haben wir auch, das reicht vielleicht sogar. Eisen haben wir da auch drin, da mache ich auch nochmal ein. Wir haben tatsächlich schon hier ein bisschen was reingeschmissen, das ist gut. Dann würde ich sagen, fange ich. Mit was fange ich als erstes an? Einen Kolben brauchen wir auch, siehst du. Also Feuersteine. Haben wir 4 Stück. 2 brauchen wir. So. Erstmal brauchen wir Kupferzahnräder. Die machen wir aus Holz und aus Stein. Das heißt, ich brauche Holz. Ich brauche Stein. Das müsste reichen. Ach so, warte mal. Einen brauche ich noch. Ich habe so das Gefühl, dass mein Laptop auf irgendwas eingestellt ist. Ist er auf Stromsparen eingestellt? Das ist ja nicht so pralle. Das kann nämlich sein, dass er ausgeht. Naja, egal, keine Ahnung. Ich muss immer so. Ist immer ein bisschen blöd, wenn er ausgeht. So kann ich immer noch. Oder so kann mein Freund mich anschreiben, wenn irgendwas Wichtiges ist, ne? So ist das manchmal. So, jetzt kann ich nämlich eins. Zwei machen. So. Denn als nächstes davon. Ich frage mich, wieso er nur immer ein macht. So. Das war eigentlich nicht so eine Sache, aber okay. Siehst du, wir brauchen anscheinend nämlich noch mehr Kupfer, oder? Also Kupfer haben wir. Und siehst du, es wäre das. Wir brauchen noch so einen Maschinenrahmen, habe ich gesehen. Dafür brauchen wir Glas und Eisen. Und ich würde auch zwei Pulverizer bauen. Ach, deswegen machen wir wohl Geräusche. Ups, weil wir eine Rüstung haben. Jetzt die Frage, von wo holen wir jetzt Sand? Da unten können wir nochmal gucken gehen. Dass wir da 8 Stück holen, dass wir dann wirklich zwei Pulverizer bauen. Dann gehe ich aber. Ich weiß nicht, ob ich schon hier geschlafen habe. Ich glaube, ja, gehe ich nochmal schlafen. Falls ich doch sterben sollte, nicht wegen Monsters, aber eventuell wegen anderen Sachen. Ja, man weiß ja nie. Man kann ja immer mal paddelig sein. Sind wir so sicher. Habe ich eine Schau. Ich habe keine Schaufel mitgenommen. Na gut.